Schwere Nähte. Alter, jetzt werde ich hier langsam richtig albern. Ja. Weil mir langsam nichts mehr Vernünftiges zum Reden einfällt, weil ich total fucking müde bin. So, wo war denn hier unsere. Hier war doch irgendwo unser Beton, Bauding. Wo war das jetzt? Bin ich jetzt komplett für ein Arsch? Hier war so ein schöner flacher Teich. Ich glaube, der war noch eine Weile nach drüben hin. Was ist das hier? Das ist illegal. Hast du gesehen, was da war? Und gehört? Ah, sie schießen schon auf mich. Ihr wollt nicht wirklich. Das wollt ihr nicht wirklich. Och. Schießt du auf meinen Hund? Hab ich jetzt gerade meinen Hund erschossen? Rest in Peace, Hundi. Das war dann mein Hundi. Und das waren auch wir, weil wir haben kein Bett dabei. Ach, scheiße. Och, und jetzt auch noch eine Sweetberries rein. Super, ich muss hier aus dem Wald raus, weißt du das? Ich muss hier aus dem Wald raus. So, also das war das Ende von Hundi. Es tut mir leid. Hundi hat das Zeitliche gesegnet. Und das kann jetzt auch noch für uns jetzt hier schlimm werden, weil Bett mal wieder vergessen. Scheußen weg. Ja. Und das alles nur, weil ich irgendwie den Teich verpasst habe. Den richtigen. Ach, guck mal, das ist ein Creeper. Ich glaube, ich sollte mal was essen. Haha. So. Und wenn ich das richtig sehe, geht dieser Bach hier nämlich bis nach Honky Island. Wir müssen kein einziges Mal an Land. Na du. Bist du lustig. La, 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 la. Weißt du? Ich bin jetzt einfach mal so. Ach, Katzi, es tut mir leid, dein Spielgefährte, der Hund ist tot. Hallo, Skelettbohr. Na, willst du gar nicht schießen? Oi, der. Hau ab. Ich sech dich das nur einmal. So. Denn. Gib ihm. Wow. Schnell. Ja. Ich hoffe nur, Honky Island ist jetzt etwas sicher. Bin ich über die Druckplatten gegangen? Ah, die Katze sah eben für mich aus wie ein Creeper. So, wir brauchen einen neuen Hund. Ah, ja, also Hundi Nummer 1 ist Geschichte. Im heldenhaften Kampf mit den bösen Pillagern gefallen. Haben wir eigentlich wieder einen Bad-Omen-Effekt? Natürlich haben wir einen Bad-Omen-Effekt, ist klar. Irgendwas Böses hier draußen am Rumscharwinzeln. Sieht eigentlich alles recht friedlich aus. Verdächtig friedlich. Okay. Wo ist unser neues Banner? Was hängen wir hier hin? So. Wir brauchen einen Eimer. Oder wollen wir mal rüber nach Horstieheim oder nach St. Ursula und dafür sorgen, dass da nichts mehr lebt. Schnauseekatze, du hast gerade deinen Hundefreund verloren und machst den Daumen. Das war deine Schuld. Natürlich. Ein Crossbow, guck mal, wir haben ein Crossbow. Ich finde die Dinger allerdings ziemlich scheuse.
Ich wollte hier eigentlich ein bisschen angeln gehen, ne? Sollte man auch mal machen. Okay. Dann mach die Feder hier. Maus. Pad ist wieder runter. So, mal ein paar unerwünschte Geschichten loswerden. Ja, den Dirt wollte ich eigentlich mitnehmen. Katze, hör auf so rumzutrampeln, sonst halte ich dich für einen Creeper und dann bist du tot. Ja, was wir jetzt noch alles machen wollten, und ich wollte eigentlich schlafen gehen. Was ist eigentlich mit den Öfen hier? Sind die alle leer? Seid ihr alle leer? Nö. Sind schon wieder auf Level 28. Das heißt, wir können eigentlich gleich hier bleiben, noch ein bisschen die Kühe schlachten und wieder verzaubern gehen. Nö. Kein Bock. Also zumindest will ich den Konkret jetzt noch gebaut kriegen. Moin. Gib mal deinen User. Super. Tschüss, Bad Omen Effekt. Wir sind wieder am Start. Ich bring nur kurz den Eimer darüber. Katze, sei ruhig. Ich traue um meinen Hund. Er war wie ein Vater für mich. Kulturelle Referenz. He was like a father to me. Vielleicht sollte ich den nächsten Hund einfach Sven nennen. Aus dem gleichen Grund. Ja, ich würde sagen, pass mal auf. Denn die Katze ist verletzt und also ich will es nicht lange jetzt machen, aber für eine kleine Zeit. Na komm schon, Zuschauer wollen was sehen. Wie zu. Korb, du Klappstuhlfisch. Das sieht man gar nichts. Gewässer zu flach vielleicht? Nö, da kommt was. Fischchen. Katzi. Schnarch. Auch eine bessere Angelrute, glaube ich. Ich hatte mal eine, die war so schnell, da konnte man kaum. Hör auf zur Tapern, Katze. Stiefel? Fucking stinkende Lederstiefel. Was soll das denn werden? Weißt du was, ich packe hier mal alles aus der Hotbar. Ist da nicht unbedingt reingehört zum Angeln. Ich habe doch einiges an Platz. Angeln war doch so lange, bis wir nicht mehr können. Alter. Um 5 Uhr morgens fange ich hier noch an zu angeln. Ach, ich würde jetzt gerne wissen, welche Musik läuft, damit ich euch was darüber erzählen kann. Vielleicht ist es ja eine Gastmusikfolge. Ach ja, übrigens für diejenigen, die gefragt haben, ich hatte ja früher mal diese Seite YouTube Music Policies erwähnt. Die gibt es nicht mehr. Mit dem neuen YouTube-Studio ist die eliminiert worden, weil sie nicht mehr vernünftig geführt wurde. Also YouTube hatte wohl kein Personal übrig, herauszufinden, mit wem YouTube nun Verträge hat und mit wem nicht. Die einfachste Möglichkeit, das auszuchecken, ob du Musik benutzen kannst, bestimmte Musik in deinem Video, ist, du gehst ganz einfach her und schaltest das Video erstmal auf Private oder schedulest es. Also planst es und dann siehst du schon, was Sache ist. Warte mal. Ich habe eh keine Smaragde. Ich
след. Смотрят похотливо вслед. На лавке мерят сережки девочки. So, da haben wir wieder ein paar Leinen. Einfach mal so eben beim Fischen. Hast du das gesehen, Katzi? Der böse, böse Händlermann wollte uns beim Angeln stören, oder? Was? Ja, was hat er nun davon? Störe niemals einen Honk beim Angeln. Und wenn er gerade was erzählt über Musikpolicies. Also, du kannst das Video auf privat stellen oder schedulen, also planen. Und dann wird dir bereits schon angezeigt, ob es irgendwelche gegen... Also Dinge gibt, die dagegen sprechen, dass diese Musik in dem Video verwandt wird. Entweder das Video ist dann invisible, also ist für niemanden sichtbar oder für bestimmte Länder nicht sichtbar. Oder aber da steht, sozusagen die Werbeeinnahmen gehen an den Vertreter des Künstlers, den du da eingebaut hast. Das ist eine Menge Fisch hier. Ja, und das mit den, dass die Werbeeinnahmen an den Vertreter des Künstlers oder an den Künstler gehen, ist für mich komplett korrekt. Weil es ist ja nun auch so, wenn jemand außer die kostenlosen Alben von mir, die du von meiner Homepage runterladen kannst, die kannst du in deinen Videos verwenden. Und da wird auch keine Werbung geschaltet und sonst was. Das ist alles komplett for free. Aber wenn du zum Beispiel halt welche von meinen kommerziellen Alben in deinem Video verwendest, dann bekomme ich davon auch die Werbeeinnahmen. Scheiß Pufferfisch. Was soll ich damit? Kann man den an die Katze füttern? Warte mal. Katze, komm mal her. Katze. Bleib mal hier. Diese Katze macht mich wahnsinnig. Die Katze macht mich wahnsinnig. Ziehst du da an der Mauer rum? Oder immer noch? Oder? Ja, die hüpft da die ganze Zeit an der Mauer rum. Gut. Dann gehen wir hierher und angeln. So nah. So ist gut. Das sind ja auch genug Fische. Nee, also, wollte ich nochmal sagen, also meine kommerziellen Alben, die verkauft werden, da gehen die Werbeeinnahmen auch an mich. Also da wird auch Werbung geschaltet in deinem Video, wenn du das verwendest. Und ich finde das nur fair. Also, wenn man die Musik von jemand anderem verwendet, sollte das schon korrekt gehen, dass halt die Werbeeinnahmen dann in denjenigen gehen, dem die Musik gehört. Ja, so ist das. Man will ja auch von was leben. Ja, und deswegen, wenn ich die Musik von anderen verwende, zum Beispiel von Arkona oder von Men at Work oder Men Without Hats oder Manu Chao oder was auch immer, ist das für mich korrekt, dass A, Werbung in meinen Videos geschaltet wird und B, die Einnahmen an die jeweiligen Künstler gehen. Ich habe auch festgestellt, dass einige Musiker überhaupt wohl keine Vorkehrungen getroffen haben. Oh fuck, ich habe ja immer noch kein Bett. Ich muss das Bett mal von oben holen. Also die haben überhaupt nichts gemacht und das Teil ist, da kriegst du dann auch keine Meldung irgendwie überhaupt, dass da Copyright-geschützte Musik drin ist. C418 Minecraft-Musik hat zum Beispiel, da kriegst du überhaupt gar keine Meldung, dass du irgendwelche fremde Musik verwandt hast. Hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass Mojang das komplett korrekt findet und nicht verhindern will, dass halt Minecraft-Videos, wo die Musik drin ist, auf YouTube erscheinen. Ja. Aber gleich der 2-CD-Soundtrack komplett, finde ich krass. Kann ich übrigens nur empfehlen, den Minecraft-Soundtrack, also Alpha und Beta, sich zu holen. Ist wirklich schöne Musik. Und du kannst sie halt auch im Let's Play verwenden oder in deinen Reisevideos oder sonst was für Sachen. Mojang ist da scheinbar, oder C418 ist da scheinbar recht tolerant.
Nee, hier kommen nur Verzauberungssachen rein. Ich wollte jetzt gerade die Leinen da reinlegen, aber das ist, das würde nicht so recht passen. So. Oh, ja, okay, das ist ein Block. Ach, vorsichtig, was du hier weggräbst, Junge. So. Was mache ich jetzt bloß noch? Wo ist die Katze jetzt geblieben? Sie ist hoffentlich nicht ertrunken. Ich höre sie nicht mehr. Das wäre schlecht, jetzt wirklich alle beiden Tiere verloren zu haben in einer Folge quasi. Was heißt hier quasi? Ich höre kein Miauen. Also, ich befürchte schon das Schlimmste. Das Pferd ist da auch ganz komisch irgendwie, das ertränkt sich bald. Weißt du was? Der Hund ist nicht einfach gestorben im Kampf mit den Pillagern, der hat sich umgebracht. Und die ganzen Tiere hier, meine ganzen Tiere bringen sich um. Weil sie von mir gelangweilt sind, weil ich immer angle und alles klar. Katze, wo bist du, verflixte Axt? Wo bist du? Da sitzt sie. Ach so, ich habe die im Wasser hingesetzt, deswegen hat sie sich jetzt an das nächste Ufer gerettet. Also diesen Fisch, den Pufferfisch, kann man ihr nicht füttern. Komm mal her, Wilma. Bescheuert. Du total bescheuerte Katze. Na gut, das ist ja hier mein Angelsteg eigentlich. Dann angle ich mal von hier. Jetzt guck dir das an. Pass auf, ich springe da gleich wieder rein. Alter, jetzt habe ich den Fisch verpasst, glaube ich. Diese Katze. Es ist ein Tropical Fish, ne? Oh, fuck. Ich glaube, den kann man für nichts gebrauchen, ne? Ist das richtig? Schnausekatze. Ich finde das lustig, dass man Tintenfische mit Bogen und Pfeilen abschießen kann. Ich glaube, das werde ich ab jetzt immer machen. Dieses Hinterhergeschwimmen ist mir zu blöd. Alter, weißt du was? Geh. Und gleich schwimmen hier 100.000 Pufferfische rum, ich kenne das schon. Katze. Eine Glasflasche mit Wasser. Na toll. Wieso? Das kannst du zum Tränke brauen. Ich habe noch nie einen einzigen Trank in Minecraft gebraut. Das gebe ich zu. Wenn ich das in diesem Let's Play mache, ist das eine Premiere. Ich gebe auch zu, dass ich eine lange Zeit höchstens Zauberbücher, die ich beim Angeln gekriegt habe oder irgendwo kaufen konnte, zum Verzaubern eingesetzt habe. Tja. Aber es gibt so viel in Minecraft zu tun. Zum Beispiel Angeln. Stopp. Geil. Katze, du machst mich wahnsinnig. Kannst du nicht einfach mal still sitzen? So. Ich warte noch einen ab. Ja, das war noch ein Fisch. Wie sieht's denn aus, Katze? Magst du Clownfisch? Nee, mag sie auch nicht. Und wie viel Fisch magst du denn noch? Hallo? Oh, jetzt ist sie gesund. Ist die Katze gesund? Freut sich der Mensch? Oder wie war das nochmal? Gab's nochmal so eine Werbung? Für Whiskers, glaube ich. So, ist die Katze gesund? Freut sich der Mensch? Ich weiß nicht, ob ich das behalten soll. Da sind ja noch mehr Pufferfische da drin. Was soll denn der Quatsch? So, und jetzt habe ich auch noch ein paar Lederschuhe. Was soll das denn? Ich will noch ein 64er Stack Leinen haben.
Kann man die stacken? Nee, Wasserflaschen kann man nicht stacken, geil. Das ist ja mal was. Hm. Ich stack dir mal was. Wasserflaschen kann man nicht stacken. So.